Hallo und herzlich willkommen zu mir, der Myrrl. Heute mit einem neuen Spiel. Ich hab's gesehen, mal wieder bei der Danu. Und es trifft eigentlich quasi genau mein Genre, was ich schon immer gern gespielt habe. Also ich habe immer gern so eine Art Aufbaustrategie, Aufbauwirtschaftsspiel oder wie auch immer man das nennt, immer gespielt. Und das hier ist ein neues Spiel. Release war, glaube ich, der 11. August. Von Hofgaards Games. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist wohl noch ein recht junger Entwickler, soweit ich das richtig verstanden habe. Ja, das Spiel ist im Early Access. Und wir sind quasi eine Computerfirma, die Spiele herstellt oder Komponenten für Spiele herstellt. Irgendwie sowas. Also, ich bin gespannt. Ich guck's mir jetzt mal an. Mach natürlich eine neue Firma. Natürlich heißt Myrrls Welt, wie denn sonst? Gib meinen Firmennamen ein. Genau. Ja, also das Spiel ist echt interessant. Es soll wohl noch nicht so viele Tutorials oder dergleichen geben. Also wir haben jetzt hier Finanzen, wir können Kredite aufnehmen, Transaktionen haben wir natürlich noch keine, Budget haben wir. Oh, wir sind im Minus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen müssen. Es gibt wohl noch nicht so viele Hinweise für den Start und so, was man machen muss. Noch so ein bisschen. Das Spiel gibt's in einigen Sprachen mittlerweile schon. Deutsch, Englisch, Französisch, wenn ich mich richtig entsinne. Ich müsste jetzt erst nachgucken. Habe ich mir leider jetzt nicht aufgeschrieben, habe ich vergessen. Aber das Spiel gibt es wie immer über Steam. Kostet zurzeit 9,99 € oder 95 € im Early Access und scheint genau mein Genre zu treffen. Also, Jonas. Jonas schreibt uns: Hallo, willkommen in der Startup Company Beta. Da das Spiel noch in der Entwicklung steckt, ist die Anzahl an Tipps und Hinweisen stark reduziert. Das bedeutet, dass du eine Menge selbst lernen musst. Um dir den Einstieg ins Spiel etwas einfacher zu gestalten, findest du ein paar Hinweise. Ziel: Öffne deine Finanzen und nimm einen Kredit auf. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben minus 3000, da ohne Geld können wir wohl nichts anfangen. Stelle einen Vertriebsleiter ein, um Aufträge zu bekommen. Um deinen ersten Auftrag erfüllen zu können, musst du einen Entwickler einstellen und die erforderlichen Komponenten entwickeln. Ich hoffe, dir gefällt das Spiel. Bei Fragen kannst du dich gerne an mich wenden. Okay. Gut. Also, Geld, vermutlich mal hier. Ja, Budget, also wir haben minus 3000. Das heißt auf jeden Fall, wir brauchen einen Kredit. Wir können nur diesen ersten Kredit aufnehmen. Wir sollen ihn am besten in 365 Tagen wieder abgezahlt haben. Tägliche Kosten 128 Dollar. Na gut, Kredit aufnehmen. Bestätigen. Achso, das ist mit Stufe 3 freigeschaltet, das ist mit Stufe 5. Okay. Gut, wir haben wieder eine Errungenschaft. Kredit. Glückwunsch zu Ihrem neuen Kredit. Achso, also wird mitgeteilt, dass wir einen neuen Kredit bekommen haben. Okay, zurück. Gut, also wir sollten einstellen. Gegenstände. Ja, Schreibtische, eine Pflanze, die kostet Geld. Also das hier haben wir scheinbar schon. Mit Stufe 4 und mit Stufe 10. Also wir haben 8 Schreibtische von jedem, aber die kann man hier nicht hinstellen, weil wir diese kleinen günstigen. Und das sind wohl so Sachen, die wir dann kaufen können. Okay. Also wir machen Trennwände. Bürobonus. Achso. 0,1%, was auch immer Bürobonus gibt. Ich habe keine Ahnung. Angestellte. Ich habe noch keine Angestellten. Einstellungsprozess. Ah, hier kann ich jetzt. Okay. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall einstellen. Vertriebsleiter. Wir sollten einen Vertriebsleiter einstellen. Der sucht uns Aufträge. Um die Anzahl neuer Verträge zu erhöhen. Anfänger fortgeschritten. Gute Angestellte sind schwer zu finden. Überlege dir die Zeitspanne für Fortgeschrittene und Experten zu erhöhen. Die Dauer bestimmt, wie lange die Rekrutierung läuft. Eine längere Suche kostet mehr, bringt dir aber auch mehr Kandidaten. Achso, okay, und das kostet mich dann was, wenn ich jemanden einstelle. Entwickler sind die nächsten, die ich brauchen werde. Entwickler produzieren technische Komponenten für die Erstellung von Produkten.
Ja, also wir werden beides suchen müssen. Was macht man zuerst? Den Vertriebsleiter und die Entwickler? Vertriebsleiter sucht Aufträge von dem, was wir dann verkaufen. Was wir verkaufen wollen, entwickeln die Entwickler. Machen die Entwickler vielleicht mehr Sinn am Anfang und danach den Betriebsleiter? Dann können die schon mal irgendwas entwickeln. Aber ich weiß ja gar nicht, was man entwickeln muss. Ja, naja, gut, ich fahre mit Entwickler an. Machen wir das so. Einstellungsprozess beginnt. Das Spiel ist pausiert. Okay. Wenn ich das Spiel jetzt spiele, dann sollten jetzt. Jetzt kommen die Kandidaten. Okay, gut. Machen das mal aus. Wir lassen das mal ein bisschen laufen und wir stellen mal die Büro-Dinger hier auf. Ich würde mal hier unten anfangen. Machen wir mal so zwei gegenüber. Wie man drehen mit R, genau. Jetzt einfach mal alle auf. Hier vielleicht dann die Aufträge suchen. Mal gucken. Gut, wir machen mal Pause. Wir gucken, ob wir schon Kandidaten haben, Angestellte. Ich habe zwei Kandidaten. Okay, ist ja mau. Ist ja noch nicht toll. Also je höher die Prozentzahl, umso besser sind sie wohl. Es kommt schon mal nichts mehr rein. Okay. Aber wir haben natürlich noch nicht so viel Geld. Lass mal den hier einstellen. Also es ist wirklich nicht viel, Kandidaten. 4600 mit 122%. Na gut, wir stellen den mal ein. Wo haben wir jetzt die Mitarbeiter? Angestellte. Ah, hier. Jetzt kann ich ihn dazuweisen. Der kann jetzt anfangen, irgendwas zu programmieren. Ach, hier hinten ist gesperrt. Kostet 1000. Bestätigen. Springe zum Tagesanfang. Neuer Tag. Stopp. So, wir haben noch mehr Bewerber. Gucken wir mal, haben wir noch was Schickes bei? Die ist natürlich extrem günstig, aber die hat bloß 82%. Ich weiß nicht, ob wir so niedrige nehmen sollen. Wir haben einen mit 120% für 4600. Ich denke, da ist der zu teuer. Da ist der hier mit 140 schon fast günstig mit 5400 dagegen. Der ist auch zu teuer. Ah, stelle ich dich noch ein? Will ich das machen? Du bist ganz schön teuer. Ich habe bisher nur einen Angestellten. Na gut, ich stelle ihn noch ein. Komm. Dann brechen wir den ab und suchen Vertriebsleiter. Und ich denke danach gucken wir, ob wir noch mehr Entwickler und Co. finden. Entwickler. Ne, haben wir ja schon. Die möchte ich nicht, der ist mir zu teuer. Wieder laufen lassen. Und hier setzen wir. Warum bist du untätig? Moment. Ich habe doch gesagt, du sollst sowas bauen. Ah, okay. Habe ich wahrscheinlich, weil ich das nachts angeguckt habe. Und du baust mal sowas. Was ist das? Das muss ich erforschen erst. Ja, natürlich. Okay. Okay. So, wir haben hier unten eine 2 stehen. Heißt das, wir haben zwei Kandidaten? Gucken wir mal, Vertriebsleiter, 102% und 103%. Können wir noch einen besseren kriegen?
Nein, lauf mal weiter hier die Zeit. Ich möchte doch sehen, ob wir noch mehr Kandidaten haben. 144% für 6200. Das ist natürlich teuer. Nee, 92 möchte ich nicht. 108 für 4400. Würde ich fast sagen, ist nicht so viel Unterschied zu dem hier, oder? Oh, wir sind schon wieder untätig. Also sie scheint schnell zu arbeiten. Man muss die scheinbar immer... Achso, das dauert immer eine bestimmte Zeit. Okay. Komm, macht ihr nochmal sowas? Und das, was wir... Warum erforschen? Achso, sollte ich... Hab ich das jetzt... Der hat beides erforscht und kann beides machen. Das heißt, der hat das noch nicht und der muss sich das erst erforschen. Okay, lass ihn erstmal das machen. Aber nicht zu viel Geld ausgeben am Anfang. Auch das Geld, glaube ich, nicht. Achso, und da sehe ich sogar, wie schnell die arbeiten. Cool. Ja, wir kriegen scheinbar keine Kandidaten. Entweder warten noch auf den nächsten Tag oder... Ich warte mal noch auf den nächsten Tag. Untätig. Ah. Okay. Gut, du machst jetzt das. Achso, der Tag beginnt schon wieder. Okay. Arbeitsende. Untätig. Du machst dann nochmal sowas hier. Okay. Wir gucken mal, wir haben noch mehr Bewerbungen. 7 Kandidaten haben wir mittlerweile. Betriebsleiter, nein. Ist mir auch zu niedrig. 108. 144, das ist extrem teuer. 111 mit 4600. Oder ein 148er mit 5,1. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu dem hier, der... Gut, wir nehmen den Tommy Zimmermann. Komm, wir stellen Tommy Zimmermann ein. Brechen wir das erstmal ab. Wir haben nur noch 14.000. Na, mal gucken, wir werden vielleicht noch... Ich setze mal nach da. Vielleicht mache ich da noch eine andere Büroinsel oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Vertriebsleiter. Auftragstyp jeglicher. Festpreis. Der Preis wird vom Kunden festgelegt. Du kannst entweder annehmen oder ablehnen. Auktion. Zeitplan. Achso, so von dann bis dann arbeitet der. Kann ich den noch anders einstellen? Nein. Okay, du brauchst für diesen Mitarbeiter zuständigen Personalchef. Ach so, da kann ich die Zeit ändern. Okay. Okay. Stimmung 100%. Okay, so. Ja. Gut, dann darf er jetzt nach einem Auftrag suchen. Das heißt, der sucht jetzt nach einem Auftrag, was wir für irgendjemanden programmieren sollen, oder wie? Der ist untätig, der kann was Neues machen. Also wir haben einen Auftrag, glaube ich. Ja. Warten auf Instruktion. Ein neuer Auftrag erwartet eine Antwort. Auf Angebot antworten. Haben wir noch gar nicht. Netzwerk kommen. Du musst mal lernen. Mittlere Dringlichkeit. 6 Produktionsstunden. Und das Ding. Ach so, es braucht 6 Stunden und 25 Stunden habe ich Zeit. Okay. Festpreis 1200, 200 die Stunde. Ja, okay, komm, wir nehmen mal den ersten Auftrag an, einfach weil ich. Ja, müssen wir. So, du lernst, machst das jetzt? Ach, man kann auch auf automatische Wiederholung gehen, habe ich gerade gesehen. Jetzt gucken wir mal kurz bei dem jetzt hier. Wenn ich jetzt hier etwas. Achso, wenn man das lernt, muss ich das auch wieder zahlen. Vielleicht lernt der mal das dafür. Kann ich hier auf automatisch wiederholen gehen, dann wird das wiederholt, bis ich das abbreche. Brauche ich nicht immer wieder anklicken. Der kann jetzt auch nichts machen in der Zeit, wie ich den Auftrag noch habe. Aufzug Angestellte. So, Pause. Das Ding müsste fertig sein. Jetzt haben wir eins von einem, das ist doch gut. So, liefern. Dann kriegen wir, wir haben 1000 quasi ausgegeben, damit wir das lernen, kriegen 200 wieder. Verzugsgebühr 0,
Erfahrung 72, ist doch super. Okay, dann kann er erneut nach dem Auftrag suchen. Und du, wenn du untätig bist, darfst gleich nochmal sowas bauen. Gut. So langsam verstehe ich's, glaube ich. Glückwunsch zum Erreichen von Stufe 2. Neue Mitarbeitertypen freigeschaltet. Ein Designer. Designer produzieren grafische Komponenten für die Erstellung von Produkten. Neue Gegenstände freigeschalten. Bürobonus kostet 500. Bürobonus 1,5 kostet 1500. Und eine Kaffeemaschine bei 3%. Also wir haben noch mehr. Nein, Kaffeemaschine und eine Couch. Da sind wir bei 4,5% Bürobonus. Das heißt, die fühlen sich dann wohler und arbeiten besser. Verstehe ich das richtig? Wir haben einen neuen. Was hat die mit dem Kandidaten? Betriebsleiter, achso. Nein. Wir haben einen neuen Beruf gefunden, Designer. Tun wir doch gleich mal. Mal gucken, was die so kosten. So, das wird's gut sein. Ah, der erste Kandidat ist schon eingegangen. Springe zum Tagesanfang. Okay. Machen wir doch gleich. Und da wir jetzt so viele Kandidaten haben, pausieren wir mal kurz, damit ich mir die in Ruhe angucken kann. 5300, 5900, also das ist nicht mal günstiger als der. Andersrum, er ist günstiger als sie. Die möchte ich schon mal gar nicht. 86% auch nicht. Der ist noch teurer hier. Tja, das ist auch ganz schön teuer dafür, dass der auf 126% nur ist. Schon krass, ich glaube, wir nehmen sie hier. Ihn hier. Das ist, glaube ich, so im Gesamtpaket der günstigste. Von der Prozentzahl her. Das hier ist der günstigste allgemein, aber der arbeitet besser. Na komm. Machen wir mal. Abbruch. Gut. Dann setzen wir ihn mal. Hier ist das. Machen wir mal einen Grafikertisch hier draus. Und da müssen wir jetzt auch wählen. Vorlagenkomponente, Umrisskomponente oder eine Grafikkomponente. Wir machen mal das erste. Bestätigen. Wir müssen eigentlich alles lernen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einen zweiten Grafiker einstelle. Von daher muss er sowieso alles lernen. Okay. Ach, wir haben einen Auftrag. Okay, machen wir Pause und gucken uns den Auftrag an. Angebot, Antworten. Haben wir, den können wir sofort erfüllen. Wir haben zwei Backup-Komponenten. Hohe Dringlichkeit und wir kriegen auch ganz schön Kohle. 330 Euro durch Stunde, Dollar. Komm, den nehmen wir an, weil wir können sofort liefern. Cool. So einen Auftrag nehme ich gerne. Wenn wir das Zeug schon haben, nehme ich das gerne. Und weiter geht's. Du bist untätig, dann was willst du mal als nächstes? Das hier. Du hast eine Datenbank, du darfst mal das hier machen, weil es nochmal verkauft. Und wir haben wieder einen Auftrag. Angebot ansehen. Ja, siehst du, ich mache schon gerade die Backup-Komponenten. Mittlere Dringlichkeit. Ja, nehmen wir nochmal an. Machen wir ruhig. Machen wir ruhig. Warum nicht? Der ist nämlich auch gleich fertig. Dann können wir auch noch mal eine Backup-Komponente machen. Dann muss man das hier, eine Grafikkomponente. Kann ich Pause mit der Leertaste machen? Ah ja, das ist angenehmer. Oder oben drücken ist doch anstrengend. Ach, der hat das noch nicht gelernt. Ja, komm. Ich glaube, ich werde sowieso, dass alle das lernen müssen. Und wenn ich mal gucken muss, wer war jetzt was, wer hat jetzt was gemacht, das ist dann nervig. Dann tippelt mal schön weiter. So, er ist untätig. Bau mal ruhig noch so einen, weil die verkaufen wir gleich wieder. Wenn wir die gleich wieder verkaufen, dann. Das ist ja doof. Du machst mal nochmal sowas hier, da geht es einfach alles durch. Und was brauchen wir, haben wir es dann? Der ist wesentlich schneller als er hier. Ach nee, wir haben schon Tagesbeginn, deswegen. Dass wir jetzt im Verzug sind mit dem Auftrag. Der fängt früher an. Der ist noch gar nicht da.
So, du darfst mal hier noch so ein Netzwerk-Dings da, Netzwerkkomponente machen, genau. Und der Auftrag müsste jetzt erfüllt sein. Jetzt liefern. 5 Stunden haben wir noch. Mann, haben wir aber Glück. Da haben wir wirklich Glück. Halt, neuen Auftrag suchen, bitte. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, noch so einen einzustellen, weil wir produzieren ja ganz gut. Wir haben noch ein bisschen Kohle übrig. Wir müssen ja Geld reinkriegen. Ohne Vertriebsleiter kriegen wir ja kein Geld, wie es mir scheint. Das sind ja die, die uns das Geld reinbringen. Suchen wir mal noch welche raus. So. Achso, Magie hat es geworden. So, du baust mal was so ein. Eine Backup-Anlage. Und hier haben wir einen Auftrag. Uns fehlt eine Datenbankkomponente. 12 Stunden, also 24 Stunden brauchen wir das. Und es gibt ganz gut Kohle. Na klar, nehmen wir. Was du? Der macht hier gerade die Netzwerkkomponente, das ist doch gut. Also warum nicht? Wir können hier gucken. Angestellte, ein Kandidat hat sich schon beworben. Ganz schön teuer, würde ich sagen. So. Da wir das hier verkaufen, brauchst du mal sowas. Verkaufen, ja, machen wir ja. Also. Wir programmieren quasi kleine Programme oder irgendwas, die wir denn verkaufen. Ja. Verkaufen wir ja. Brauchen wir neue? Ach nee, du machst nur ein Netzwerk und du machst jetzt die Datenbank. Ah, ich hab's verwechselt. Aber wir brauchen doch die hier, nicht die Netzwerke. Ich habe eine Untätigkeit. Machen wir mal so was hier nochmal, ein Netzwerk nochmal. Und du machst gleich nochmal so ein, weil der verkaufen wir auch gleich wieder ein. Wir warten mal noch mit dem Vertriebsleiter zunächst bis am nächsten Tag zur Not, weil hat sich noch einer beworben. Dann mit 2 Bewerbern, das ist ja. Ja. So, ich gucke hier erstmal Auftrag verwalten. Genau, wir haben auch so viel Schnelles zu bezahlen können. Okay. Jetzt liefern. Natürlich. Glückwunsch zum Erreichen von Stufe 3. Neue Mitarbeitertypen freigeschaltet. Der Manager. Manager kontrollieren alle Arten von Produktionsmitarbeitern und geben ihnen einen Geschwindigkeitsbonus. Neue Vorteile freigeschaltet. Kleine Rentenversicherung. Sichere die Zukunft deiner Mitarbeiter, indem du Geld in ihre Altersvorsorge investierst. Okay. Manager kontrollieren alle Arten von Produktionsmitarbeitern. Okay. Na gut, du darfst nach dem Auftrag suchen. Du darfst bauen. Das Ding mal lernen. Eine Verschlüsselungskomponente. Ja, machen wir das. Und bis dahin kommen wir eh noch nicht. Das andere können wir alles machen. Und gucken wir uns mal die an, die sich beworben haben. 2 Stück. Ne, die machen wir schon mal gar nicht. Okay, das heißt, wir müssen gleich den neuen Tag starten. Ja, Entschuldigung, meine Katze hat gerade im Hintergrund Blödsinn gemacht. Ich musste nur kurz einschreiten. Gut, neuer Tag, neues Glück. Wir schauen mal unsere Bewerber an. Wir haben 7 Kandidaten. Da wird hoffentlich noch ein neuer Vertriebsleiter dabei sein für uns. 5.900 mit 121%. 5.000, also im Gegensatz dazu ist Paul Pierce Person natürlich sehr viel besser. Ich tendiere tatsächlich zu dem für 5.000. Ist der beste von allen. Ich meine, Albert Graves ist günstiger, aber ich glaube, wir haben mehr von dem auf lange Sicht. Komm, wir stellen den ein. Und alle anderen sagen wir mal ab. Und den brechen wir ab und gucken mal danach einen Manager. So.
Es kostet natürlich immer alles Geld, die zu rekrutieren. Das ist natürlich nervig ein bisschen. So, den Auftraggeber, also den Vertriebsleiter, setzen wir damit hin und der darf auch gleich nach dem Auftrag suchen. Ich hoffe, dass wir so schneller und komfortabler an Geld kommen. Das wird so etwas Geldchen erspielen. Jetzt haben sich schon Leute beworben. Du hast hier drei. Ach. Kling, kling. So. Also, wir haben zwei Angebote. Da fehlt uns eine Schlüsselkomponente. Hier haben wir alles. Ich glaube, die Schlüsselkomponente wird gerade gemacht. Und das Geld stimmt, also nehmen wir es an. Verschlüsselungskomponente, ja, die wird gerade eine Bearbeitung. Dauert noch ein bisschen. Hier haben wir alles da. Nehmen wir natürlich auch an und liefern auch sofort. So, los. Du darfst gleich nach einem neuen Auftrag suchen. Du kriegst einen neuen Job. Und zwar brauchen wir Vorlagenkomponenten. Haben wir keine mehr. Gut. Dann arbeiten wir schön weiter. Könnte man derzeit die Kandidaten anrufen? Du fällst schon mal raus. Du bist schon niedrig und du eigentlich auch. Wir haben schon wieder, also schon wieder untätig. Dann machen wir eine Umrisskomponente. Der arbeitet schnell. Der hat schon wieder ein neues Angebot gefunden. Okay. Na komm, nehmen wir an. Hohe Dringlichkeit und viel, viel Kohle. Jetzt liefern. Close. Und schon sind wir wieder ganz gut im Plus. Also, ja. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Vielleicht sollten wir ihnen dann mal ein bisschen eine Couch oder sowas gönnen. Du machst mal hier die Netzwerkkomponente nochmal. Die habe ich ganz gut verkauft. Ein bisschen Gegenstände kaufen, genau. Blume. Ich bin ja für die Kaffeemaschine. Was macht die? 0,5% rote Bank. Macht die blaue Couch mehr? Ist ja komisch. Wir werden denen mal eine Kaffeemaschine gönnen. Ich bin dafür, ihr kriegt eine Kaffeemaschine. Warum kann ich die drehen? Ich könnte die auch hier hinstellen. Nee. Komm, stell die mal da in die Ecke. Und eine Couch möchte ich euch auch gönnen. So, bitteschön. Finde ich klasse. Was macht der Schrank? 1%. 0,1, 0,1. Das ist nicht so doll, der macht 0,5. Was macht die Blume? Auch nur 0,5 und die kostet bloß 100. Aber davon 2 hinstellen würden, wären wir schon bei 200. Kommt der dann da noch raus? Ich stelle euch mal hier jeweils eine Blume im Weg. Mal gucken, ob die wieder rauskommen und die Arbeit verlassen können. Aber wahrscheinlich schon. Warten auf Instruktionen. Auf Angebot antworten. Haben wir? Haben wir? Ist sowieso warten. Entwicklung, nein, der ist nicht in Entwicklung, aber das Ding, glaube ich, kann einen Auftrag geben. Geringe Dringlichkeit 120. Ah, na komm, nehmen wir an und liefern gleich, dann haben wir ein bisschen Geld. Such mal einen neuen Auftrag. Er ist eh gleich fertig, wieder hier mit seiner Umrisskomponente, die wir gerade verkauft haben. Dann darfst du gleich mal noch eine machen. Wir haben schon wieder einen Auftrag. Wir brauchen noch 2 Datenbanken. Wir haben 29 Stunden dafür Zeit. Auftrag annehmen. Ich glaube, die werden wir jetzt aber verkaufen. Also es brauchen wir 4 Sachen. 3 Sachen insgesamt. Ich muss mal gucken. Yep. Liefern. Natürlich liefern wir da zuerst, weil das ist natürlich viel cooler, die wir gerade gekriegt haben. Das heißt, du darfst erstmal dieses hier machen. Die Verschlüsselungskomponente. Komponente. Ah, wir haben hier noch einen dritten Bewerber. Mal gucken. 120% für 5200. Also du bist zwar günstig, aber du bist unter 100%. Wenn ich diesen Nein, dann nehme ich lieber den. Komm, wir nehmen mal Jenny Saunders. Und Einstellungsprozess abbrechen. Dich stellen wir mal hier ein. So, was tust du? Wähle Angestellte aus, die der Manager kontrollieren soll. Sobald ein Angestellter unter der Kontrolle eines Managers ist, werden neue Features für jeden Angestellten frei verfügbar sein. Beaufsichtigte. Also er kann 3 Stück beaufsichtigen. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel die
3 beaufsichtigen? Die lassen wir mal so. Okay. Machen wir mal. Aha. Man kann die auch fortbilden, dann sind es keine Anfänger mehr. Das ist cool. So, machen wir weiter. Und wenn wir fertig, wer ist fertig? Ach, du bist fertig, du hast ein neues Angebot gefunden. Nö. Geringe Dringlichkeit, aber... Den nehmen wir mal ab. Wir müssen ja nicht alles nehmen. Wir haben schon ganz gut verdient, finde ich. Vielleicht sollte ich mir noch, welche gönnen hier. Tür ist zum Schreibtisch. Ah, ich habe sogar noch 2. Stelle ich die doch mal auf. Vielleicht sollte ich mir noch 2 Programmierer gönnen. Das ist ja schon echt ganz schön heftig, was die Tagesanfang was die teilweise wollen. Die arbeiten ja teilweise doch ganz schön lange daran. Also die Netzwerkkomponente ist gleich fertig. Oh, ich habe dich auf Wiederholen gestellt. Okay. Ja gut, brauchen wir eh. So ist es ja nicht. War aber jetzt eigentlich nicht der Plan. Wir brauchen eine Backup-Komponente, eine Schlüsselkomponente. Dringlichkeit. Oh. Ach, schade, dass ich jetzt nicht mit dem anderen Auftrag vergleichen kann. Das ist doof. Also das stört jetzt noch so ein bisschen, dass ich gucken kann, was ich am anderen Auftrag habe. Ich lehne ihn mal ab. Und ich glaube, das schaffen wir nicht. Produkt machen. Friendbook, The Tube, etc. Kein Framework. Framework erhöht die Anzahl der Features, die in einem Release enthalten sein können. Aha. Was auch immer. Gut. Na gut, dann machen wir hier weiter. Der sucht noch nach dem Auftrag. Ich stelle wirklich noch Entwickler ein. Brauchen wir. Die wollen relativ viel haben. Zahlen aber wenig. Nein. Gut. Ich gebe mal so einen Auftrag. Ja, genau. 4000. Nicht 4000. Wir haben noch 9 Stunden. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Scheiße. Okay, ich hab mich verzettelt. Entwickler, komm, wir suchen mal welche. Der macht nämlich Netzwerkkomponenten. Guck mal, der ist auf Wiederholung gestellt. Hallo? Seid ihr plötzlich auf Wiederholung gestellt? Bist du auch auf Wiederholung gestellt? Ja, natürlich. Ich meine, okay, Schlüsselkomponenten, ja, aber wir brauchen noch die Backup. Bestätigen, komm, du hast gerade erst angefangen. Habe ich aus Versehen einen auf Wiederholung gestellt und das zählt für alle, oder was? Natürlich doof. Oder ist das durch diesen Angestellten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also wir haben 3 Bewerber. Wir schauen mal gleich. Vielleicht schauen wir dann doch noch was. Die 2 können wir schon mal weglassen, aber der scheint gar nicht so schlecht zu sein. Komm, dich stellen wir ein. Dich stelle ich ein. Auswahl. Du darfst gleich mal hier das Zeug lernen. Und auch entwickeln. Zack. Jetzt schaffen wir es noch. Angebot annehmen. Komm, wir nehmen den an, falls wir den anderen verkacken. Darfst du das hier machen? Und wieder ist auch von dem automatisch Wiederholung. Das finde ich ja blöd. Macht das dieser Manager? Das ein Angestellter? Also sollte man vielleicht genauso viele
Entwickler haben, wie Komponenten man machen könnte. Wäre das sinnvoll? Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich blöd, wenn der jetzt immer automatisch durchgeht. Du machst mal das hier. Und du machst. Toll. Auch das da. Und dich werde ich nochmal umswitchen. Du machst nochmal sowas. Nicht wiederholen. Du wiederholst dich bitte auch nicht. Gut. Bin ich schon fertig. Da brauchen wir zwei. Das ist der richtige Auftrag gewesen. Das andere war der richtige. Eine fehlt noch. Oh, nur eine. Scheiße, wir haben noch 5 Stunden. Schaut mal nicht. Die Zeit des Haches gleich um. Ach Mensch, das ärgert mich jetzt. Wenn ich nicht mitgekriegt habe, dass die auf Dauerschleife waren. Ah, schade, schade. Schade, schade, schade. Schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Komm, mach fertig. Ja, wir haben es auch geschafft. Gerade so. Oh, aber wirklich, gerade so. Also da wird einer entwickelt und du darfst dann... Bist du wieder auf Dauerschleife? Warum bist du auf Dauerschleife? Achso, du kannst nur das. Na komm, der macht das mal in Dauerschleife, ist mir jetzt egal. Dann kriegen die anderen Auftrag. Der ist schon nach Hause gegangen. Ich kann zum nächsten Tag springen. Wir schauen mal kurz in unsere Bewerber rein. Wir haben noch den Aufruf stehen. Wir hatten für 140 ungefähr 5100 eben gezahlt. Der ist doch auch nicht schlecht. Mit 120% für nur 4000. Da fällt der schon mal raus. Der ist zu teuer. Der ist mir auch zu teuer. Die ist günstiger als der und der auch. Oh komm, wir stellen Ramsey ein. Dann können wir den Einstellungsprozess auch abbrechen. So. Zack. Aufträge? Nein. Ich wollte jetzt gerade jemanden einstellen und zwar hier einstellen. Du lernst mal das. Darfst das auch gleich machen. So, aber alles andere würde ich sagen in der nächsten Folge. Ich glaube, ich habe nämlich die halbe Stunde schon überzogen. Also, wir sehen weiter, wie es weitergeht. Ob wir eine neue Stufe erreichen und noch mehr Angestellte uns leisten können. Was passiert? Wir werden garantiert auch diese Häuser hier ausbauen können. Müssen wir ja. Das Büro ist ja ziemlich winzig. Können wir bestimmt die Fabriken hier nebenan oder so kaufen. Nee, ist ein Restaurant. Okay. Aber irgendwas wird hier gerade gemacht.